Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 1. Wie ihr seht, sind wir wieder 400 Meter weiter weg. Aber so wie es aussieht, sind alle Leute, die wir auf diesem Weg getötet haben, eben auch tot. Nee, doch nicht, verdammt! Also auf dem Pferd kämpfen ist verdammt schwierig. Dann eben wieder ohne Pferd. So. Tut mir leid, dass ihr jetzt wieder alles miterleben müsst. Aber wenn ich durch muss, müsst ihr auch durch. So gut. Haben wir alle? Gut. Dann mit Pferd weiter. Galoppa, galoppa. Nicht mit Pferd weiter, wie kann ich wieder absitzen hier so? Ey, aua! Drückt der mir hier einfach seinen Hintern in den Arsch, ins Gesicht. Das muss bestraft werden. Niemand streckt mir seinen Hintern ins Gesicht, außer eine hübsche junge Frau. Auch du nicht, so. Und Schuss, mein Freund. Aber wir sind ja gar keine Freunde. Au! Ach ja, da war ja ein Pfeilschütze. So, den erledigen wir. Du wirst mir nicht entkommen! Doch, ich werde dir entkommen, weil ich dich töten werde. Und dich auch. So. Wo kommt jetzt wieder der Pfeilbogen her? Ey! Stirb! So, Leute, jetzt seid ihr dran. Attacke! Lass mich los! Bitch! Ich hoffe, das Spiel bleibt jetzt auch mal am Laufen. Komisch, dass ich jetzt gegen Schluss diese Abstürze habe. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich sehr. So. Du hast keine Chance gegen mich. So. So. Dann kommt mal. Ja, mein Desktop macht, also mein zweiter Bildschirm macht komische Dinge. Ich hatte gerade eben noch ein YouTube-Video offen, hab das gepausiert und eben ist die Aufnahme angefangen und irgendwie hat das Ding angefangen zu laufen. Ihr hört es natürlich nicht, aber ich sehe es gerade nebendran, das Bild, was mich sehr irritiert. Ja. Sehr, sehr komisch. Heute läuft echt nichts gerade wirklich, also nichts rund. Auch bei der Arbeit lief echt nichts rund. Ja, das dauert alles etwas länger und mir tut auch echt leid, dass ihr alles nochmal miterleben müsst. Aber ich denke mir einfach, es ist ein Let's Play. Und wenn ich mehrmals irgendwas machen muss, dann mit euch. Irgendwann werde ich es mal so machen, dass Stellen, in denen ich oft faile, dass ich die in doppelter Geschwindigkeit abspielen lasse. Das Problem ist, dann will ich den Game Sound raushaben und Musik untermalen. Das Problem dabei ist dann, finde erstmal Musik, auf die man die Rechte hat. Das ist nämlich nicht ganz so einfach und ich will eigentlich nicht irgendwie noch wegen dem Let's Play in einem Prozess enden. Ich hoffe, ihr versteht das. Und bis ich da irgendwie in einem Partnerschaftsnetzwerk bin oder so,
werde ich eben das hier noch nachspielen. Wenn ich mal in einem Netzwerk bin, werde ich das eben schneller vorlaufen lassen und eben dann mit Musik untermalen. Also wenn ihr das so wollt, dann unterstützt mich, dass ich in ein Partnerschaftsnetzwerk komme. Immer schön meine Videos anschauen, Freunden davon erzählen und dann wird das schon irgendwie klappen. So. Ja, dann wird das klappen. Ey, dass ihr da einfach so kontert. Auf jeden Fall der große Synchronitätsballen tut einem schon gut. So. Oh, da geht's nicht weiter. Jetzt kommt auch gleich, glaube ich, die Stelle, an der wir dann hängen geblieben sind. Ja, doch. Glaub schon. Nee, doch nicht. Ach ja, das ist die. Okay. Das könnte wieder länger dauern. Oh mein Gott, sind das viele. Stimmt, das war ja die Stelle, wo ich gedacht habe, es hört nicht mehr auf. Ich habe noch nie so sehr ein Maschinengewehr in Assassin's Creed gewollt wie hier. Oder eine Shotgun oder sonst irgendwas. Einfach mal durchmähen. Hey Leute, ihr habt doch eh nichts drauf. Lass mich nicht an, Mensch. Hey, warum funktioniert das Konter nicht mehr? Ich kann nicht mehr Konter. Oh, ich kann doch wieder Konter. Das könnte etwas dauern, Leute. So. So, meine Freunde. Könnt ihr euch mal bitte in Reihe und Glied aufstellen, dass ich euch nacheinander umbringen kann und nicht immer so durcheinander. Also, ja genau, in Reihe und Glied. Wir sollen da durchblicken, wen er schon ermordet hat und wen nicht. Bitch. Du hast keine Chance gegen mich. Ihr seid nur Würmer gegen mich. Ah, wir haben schon ein bisschen was drauf, die Jungs hier. Aber ihr seid immer noch Würmer. Oh, aua. Und wieder einer weniger. Und weh, das Spiel schmiert wieder an der Stelle ab. Das wird nicht mal so derb ärgern. Aber gut. Das sind eben Spiele. Das passiert manchmal. Besser als wenn die Aufnahme abkackt und ich es nicht merke und ich einfach an der Wand quatsche. Ist ja schon schlimm genug, dass ich das während der Aufnahme mache. Ich verstehe nicht, was ihr sagt. Ey, 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 au, 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 au. Ich will ihn schlagen. Ja, genau, deswegen. Ja. Eine eingebaute Zensur. Sind es nur noch die zwei? Nee, da ist noch einer. Hier irgendwo. Ja, es sind drei. Was das dann nach euch dreien? Schaut euch mal das Gemetzel hier an. Wie viele Leichen auf dem Boden liegen. Und denkt dran, wir sind die Guten. Also man erkennt bei Videospielen immer daran, wer am meisten tötet, ist der Gute. So, wie viel
Wir haben 13 Pfeile. Das könnte uns helfen, wenn ich nicht so doof bin wie das letzte Mal. Ein bisschen zurück. Ja. Weißt du, wo sie zu viel, so viele waren? Treffen sie nicht. Okay. Na, wenn das nicht gut war, dann weiß ich auch nicht. So, und euch schaffe ich es auch gerade noch so. Mach Platz! Wie, mach Platz? Das sind jetzt übrigens auch Templer. Die haben schon mehr drauf als wir. Aber. Ja, die können durch die. Hey! Das reicht aber! So viel zu, die haben mehr drauf als ihr. Oh Gott. Ich würde gerne zwischenspeichern. Ey, wie cool, Alter, ihr gerade auf dem Stein steht. Sehr heroisch. So. Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sade. Mein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blanc, Assassin. Hey, das heißt Duell. Was ist denn das für ein Duell? Mit mir, du Narr! Kannst nicht siegen! Hey Leute, es ist ein Duell! Haltet euch da raus!
Verdammte Axt. Irgendwie habe ich ja so gar keinen Bock, gegen all diese Templer hier anzutreten. Vor allem, wenn ich mein Ziel so nah vor mir sehe. Ah, die haben alle so viel drauf wie ich. Sogar mehr, die können den Schritt durchbrechen, Fuzzi-Ding. Ich habe übrigens überhaupt gerade gar keine Ahnung, wer wer ist. So, wieder einer weniger. Wo ist Robert? Wer hat den komischen Helm auf? Ich sehe niemanden, der den komischen Helm auf hat. Hohohoho! Einer nach dem anderen, bitte! Ich hätte gern einen Heiltrank. Hilfe, 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 Hilfe! Ja, jetzt müsste ich ja doch mal langsam alle haben, oder? Alle bis auf Robert, der hält sich da irgendwie raus. Ich glaube, das ist Robert. Der haut nämlich ordentlich rein. So, jetzt aber. Oh oh, jetzt kommt erst Robert. Alter, ich habe kaum noch Synchronität. Warum kann ich ihn nicht schlagen, wenn er auf dem Boden ist? Gut, dann eben so. Warum kann er nicht diese Todesangriffe machen? Immer nur diese Schläge. Gut, das mache ich. Oh. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge. So wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Was? Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint Gott.
Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ah, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch seht. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. So, da haben wir den guten Albert doch tatsächlich erwischt. Den richtigen.